Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Jetzt noch ein Blick über einen Bauzaun bei BA10. Ich nehme an, da hat sich nicht viel verändert. Ich zoome einfach mal rein und hoffe, man kann was sehen. BA10, da braucht es noch die zwei Bahnsteige 3 und 4. Und dann noch die kleine Deckenplatte für den Revisionskanal. Und da denke ich, das wird erst nächstes Jahr angegangen. Und so wie das jetzt aussieht, wenn ich es noch richtig erkenne, habe also schlechten Blick aufs Display. So wie das aussieht, braucht es das wirklich noch. Hat ein bisschen Schwierigkeiten mit der Steuerung, habe ich irgendwie einen falschen Knopf erwischt und habe aber vorher umstellen können auf langsames Zoomen und Schwenken. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen angenehmer. Und hier zoome ich gleich nochmal rein. Die Seitenwand über BA11 drüben beim Monatsbau, diese zweite Wand für den Hohlraum. Dann noch ein Blick auf SK24, deutlich zu sehen hier jetzt in der Mitte die Schalung für den Aufzug, für die Aufzugsaussparung, die direkt durch die Kelchblüte geht. Also der runde Aufzug, man sieht es ja in der Übersichtskarte, da habe ich ein weißes Loch reingeschnitten, der läuft durch den Stahlbeton. Und hier unten SK23 ist jetzt auch schon im Winterschlaf, hat also die innere Schalung bekommen, die drei äußeren braucht es noch, dann kann der Kelchfuß gegossen werden und die Galeriestütze für R11, also noch nicht R11 selbst. Deswegen ist es auch noch gelb markiert in der Übersicht, ist hier zu sehen, hat eine Plane bekommen, also auch Winterpause. Vielleicht schnappe ich noch ein Video bei der Stadtbahntunnelbaustelle auf. Ansonsten sage ich jetzt auch schon mal danke fürs Zuschauen und bis ins nächste Jahr. Habt schöne Feiertage. Wobei ich nach den Feiertagen bestimmt ein Schmankerl noch aus dem Hut zaubern kann. Freut euch drauf. Also bis dann. Ciao.